Hello, da sind wir wieder mit GTA vorletzte 360 Folge. Oh mein Gott. Und wir spielen heute das Last Team Standing, was ich mal erstellt habe. Zum ersten und zum letzten Mal hier. Oh, da treten noch welche bei. Gut, dann warten wir noch kurz. Und dann legen wir los. Ja. Kurz vor 12, könnte man so sagen, ist es hier auf der 360 Version. Übermorgen geht's los mit GTA auf der One, oder? Ja. Na los. Tritt bei, Team. Oh mein Gott, es dauert und dauert, doch ich kann nicht mehr warten. Es dauert und dauert, ich will nicht mehr warten. Doch es dauert. Na? Schaffen die es? Ja, jetzt nur noch Skills, dann haben wir die Lobby auch voll. Voll, Alter. Ich habe da nicht Xbox stehen, weil irgendwie will das nicht. Irgendwie steht da ungültig dann. Ja, Skills. Wahrscheinlich fliegen hier gleich sowieso ein paar raus. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Warum auch immer. Ist bis jetzt immer so gewesen bei GTA. Drin geblieben sind sie nie immer alle. Falls es überhaupt startet. Vielleicht freest uns jetzt auch mal ganz knorke die Xbox wieder ein. Ja, so. Alter, wie doof meiner guckt irgendwie. So, ich bin bereit. Es geht los. Gucken. Schon so lange her, ich habe selbst keine Ahnung, wie ich hier gewinnen soll. Doch bei unserem Glück verlieren wir mal wieder. Oder ist es einfach mal jemand nicht anwesend? Ah. Trauen sich welche? Können auch aufs Dach gehen. Oh, die Idee hatten schon einige. Ah. Ich glaube, hier wollen wir nicht runterfallen. Na komm schon. Wo seid ihr? Voll gammelig auf dem Dach hier. Wie komme ich jetzt hier runter ohne blaue Flecke? Ja.
Zack. Komm schon. Die trauen sich nicht raus, ne? Wir sind 3 gegen 3 nur noch. Tot. Habt ihr gesehen, wie schnell ich tot war? Das finde ich relativ witzlos in GTA auf der 360. Ich bin echt mal gespannt, ob die auch auf der One daran was geändert haben. Die meinten ja, die haben jetzt so viel geändert. Schauen wir mal. Da liegen irgendwie voll die komischen Leichen, die gar nicht zusammengehören. Auf den darfst du nicht schießen, der... Oh, da ist aber einer jetzt, ne? Ganz schön mutig. Gitarre ist über. Ja. Dann hau rein. Schieß ums Eck. Ist ein bisschen blöd in der Ecke. Boah, 1 gegen 1 jetzt. Jetzt geht's schon um die Wurst. Julia gegen Gitarre. Zwanzig Sekunden über. Oh mein Gott, ist das spannend! Guck dich, oh, hätte in Deckung gehen müssen. Alter, die sieht aus, als wenn die da was gebären wollte. Jetzt guck wieder, da liegt's. Pressen! Ja, renovierungsbedürftig. Müsste weitergehen jetzt. Runde 2. Oder was feiert das Spiel jetzt? Ich frag mich nur, warum ich... Ja, vielleicht hat er direkt auf den Kopf geschossen. Kann natürlich sein. Aber es sah nicht danach aus, oder doch? Ach, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine Tatsache, dass wir in den Wolken hängen. Na? White Power hier? Oder was geht jetzt ab? Okay, es lädt. Kann sein, dass das System da irgendwie nicht hinterherkommt. Ich verstehe es nicht. Oder irgendeiner braucht wieder länger. Ah, jetzt. Runde 2. Boah, das wird doch jetzt wieder... Oh, ist einer von uns. Na? Ey, wartet mal.
Wenn das geht, ne? Dann äumel und bäumel ich mich kaputt. Nein! Scheiße, Alter, ich hätte die da hinten richtig voll gebombt. Aber ich habe einen Plan. Er ist nicht idiotensicher, aber ein Versuch wert. Hoffen wir mal, dass Lester mich nicht im Stich lässt. Hi. What service are you looking for? No problem. I'll scramble the signal for 1 minute. Na klar. Komm, komm, komm. Der geht nicht um die Ecke. Aber ich muss hier weg. Sonst habe ich gleich ein Problem. Fahr. Shit. Naja, es hätte ja klappen können, aber irgendwie wollte es nicht. So, jetzt ganz kurz hier. Zack, zack, zack. Peace, Wasser. Trau dich ruhig ums Eck, mein Freund. Der hat mir nachgemacht. Ah, wieso stirbt sie nicht? Oh mein Gott! Aber egal, ich konnte Johnny Storm noch erledigen. Der sich von hinten anschleichen wollte, so wie ich, diese Drecksau. Aha, gleichgesinnte Drecksau. Ja, ich glaube, das verlieren wir. Die sind ja immer noch vier. Was ist denn da los? War da doch mehr vorhin? Hab ich mich verzählt? Gut, haben wir verkackt, glaube ich. Entweder endet das jetzt schnell und brutal, oder wir kacken einfach überhaupt nicht ab hier und es endet in einer Camperei. War of Camping. Okay, jetzt ist es, naja, noch nicht ausgeglichen, aber fast. Ich hätte vorhin nicht aus der Deckung gehen sollen, einfach frei Schnauze schießen, damit die erstmal angefrackt ist. Aber solche Ideen kommst du in der Situation auf einmal nicht. Hm, sieht schlecht aus. Was auch immer, ist jetzt die Zeit abgelaufen? Ich habe gar nicht mehr drauf geachtet. Relativ nette Belohnung. Boah, hat das so lange gedauert, das Match? James, warum ziehst du dich aus? Gut, Freunde, das war's für die Folge. Die letzte Folge steht an.
Wir sehen uns. Tschüss.